Was passiert jetzt mit denen, die in dieser Welt überhaupt keine Gelegenheit hatten? Zum Beispiel die Menschen im Amazonas-Dschungel. Die haben noch nie von dieser Religion gehört. Aber auch dort gibt es diese zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die sagen, wir sind bereit, uns Gott hinzugeben, dass er hat jemand erschaffen und irgendwas möchte er. Und es gibt die anderen, die sagen, nein, ich habe hier mein Leben und das Wichtigste ist, den nächsten Tiger zu erlegen oder was auch immer. Und wenn das hier alles vorbei ist und diese Welt existiert nicht mehr, dann stehen diese beiden Gruppen vor Gott. Und all diese Leute werden sagen, hätten wir vom Islam gehört, hätten wir auch den Islam angenommen, ist doch klar. Zu denen wird Allah sagen, bitteschön, hier ist ein Feuer, geht hinein. Und wenn sie hineingehen, dann werden sie in diesem Feuer das Paradies finden. Diejenigen, die in dieser Welt bereit waren, sich Gott hinzugeben, die werden auch an diesem Tag sagen, wenn sie den Befehl bekommen. Okay, machen wir. Und was ist mit den anderen, die in dieser Welt sowieso nie bereit waren, sich Gott hinzugeben? Die gesagt hatten, Hijab tragen? Bin ich denn irre? Und in dem Moment, wo offenkundig wird, dass sie sowieso niemals bereit waren, sich Gott hinzugeben, werden sie in das echte Feuer gehen.